David durch The One to Live und dem damit einkehrenden CRM immer mehr Militärstrukturen bzw. Miliz, militärische Organisationen im The Walking Dead Universum bekommen, ist einigen Menschen mal was aufgefallen. Sowohl in den Kommentaren unter meinen Videos als auch allgemein in der The Walking Dead Community entwickelte sich über die Jahre eine ganz, ganz bestimmte Frage. What the fuck ist eigentlich mit dem Militär in The Walking Dead los? Und darüber möchte ich im heutigen Video mal reden. Was sind so die Militäre, die wir kennen? Warum gibt es vielleicht nur so wenige oder was sind die Gründe, warum sie überhaupt gar nicht so vorgekommen sind? Und auch Theorien, wie sich zum Beispiel so spät weitere Militärstrukturen erstmal entwickeln konnten, siehe CRM. Wenn ihr euch die Frage auch schon mal gestellt habt oder euch das Thema vielleicht interessiert, dann bleibt gerne dran und ich heiße euch damit direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, das Militär in The Walking Dead ist bis auf ganz wenige Eindrücke, vor allem in der Hauptserie, quasi nicht vorhanden. In The Walking Dead selbst sehen wir es quasi so gut wie gar nicht, bis ganz, ganz selten und wenn dann nur so Überreste. In Spin-offs wie Fear The Walking Dead sehen wir es zum Beispiel häufiger, vor allem zum Start von Fear The Walking Dead, der ja nun mal auch, naja, gezeigt hat, wie der Anfang der Apokalypse war. In World Beyond sehen wir es natürlich auch, aber da halt schon in Form des CRMs, was ich hier in Klammern als Militär setzen würde, denn für mich geht es hier wirklich um das Militär, das US-Militär, von mir aus auch die Bundeswehr im deutschen Bereich, einfach die staatliche, naja, organisatorische Militärstrukturen in The Walking Dead. Da sehen wir, wie gesagt, sehr wenig und hören wir auch ganz, ganz wenig. Dinge, die wir kennen, sind zum Beispiel Troys Militärkameraden und Militärleute aus Fear The Walking Dead. Wobei man da auch sagen muss, das ist natürlich auch schon wieder eine kleine Abweichung. Es ist ja nicht mal unbedingt direkt Militär, es ist ja eine Miliz gewesen. Und auch wahrscheinlich nicht jeder, der da mitgemacht hat, war oder ist wirklich effektiv im Militär. Aber sie haben die Militärstrukturen beibehalten, also es ist nur so ein halbes Militär. Und dann hätten wir zum einen noch das Governor-Militär, nenne ich es mal. Beziehungsweise die Leute, die der Governor umbringt, um halt an das Militärzeug und naja, vor allem den Panzer zu kommen. Das war sowieso schon eine sehr, sehr kleine Truppe. Und auch beim Governor selbst drin haben wir einige Leute, die sich halt sehr gut mit, naja, dem Militärstaff wie halt Waffen oder dem Panzer auskennen. Und zu guter Letzt wird ganz oft angesprochen Fort Benning. Das wurde zumindest in den ersten paar Staffeln sehr, sehr oft angesprochen. Danach wurde einfach gesagt, nee, gibt's nicht. Und Fort Benning sollte ja auch vom Militär gesichert sein. Somit haben wir mehr oder weniger zwei Fakte, Militärstandpunkte. Das ist einmal Los Angeles mit dem Militär aus Fear the Walking Dead und Fort Benning mit dem Militär aus The Walking Dead. Und das für die ganze USA ist schon sehr, sehr wenig und auf die ganze Welt bezogen ist es verblüffend unrelevant wenig. Wenn wir uns jetzt ganz kurz noch Daryl Dixon angucken, da sieht man gefühlt so gut wie keine Ansätze von irgendwelchen militärischen Machenschaften. Die laufen da alle ja mit selbstgebauten Waffen rum, beziehungsweise mit alten Musketen, die aus irgendwelchen Museen geklaut wurden. Also das ist schon, sag ich mal, sehr, sehr verwunderlich, dass bei Daryl Dixon auch so wenig Militär gezeigt wird. Natürlich auch militärische Organisationen oder aufgebaute Strukturen, aber wenig Militär bis halt gar kein Anzeichen für Militär oder im französischen Fall haben wir auch eine Bundeswehr. Wie heißt das bei den Franzosen? Ich weiß es nicht. Fakt ist, für einen Ausbruch einer Zombie-Apokalypse ist das Militär A sehr, sehr schnell weg gewesen und B auch einfach sehr, 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 sehr wenig vorhanden gewesen. Und dazu gibt es jetzt mehrere Theorien, warum es so ist. Einige davon sind zum Beispiel durch TikToks bekannt geworden, andere davon standen bei mir auch in den Kommentaren und einige davon habe ich mir auch selber schon mal so zusammengereimt. Ich habe es zusammengefasst, weil viele einfach sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind. Der erste, einfachste und auch logischste Punkt ist einfach, dass zu diesem Zeitpunkt die Apokalypse steht vor der Haustür und es werden wahrscheinlich sehr viele Leute das Militär verlassen haben bzw. desertiert haben, um halt in den letzten Stunden, potenziellen letzten Stunden, bei ihren Kindern, bei ihrer Frau, bei ihrer Familie irgendwie einfach zu Hause zu sein, bei den Menschen zu sein, die sie halt einfach ins Herz geschlossen haben oder denen sie halt wichtig sind. Das ist, denke ich mal, ein großer Bestandteil vom Kernmilitär, wird sich da schon durch dezimiert haben. Man denkt sich natürlich jetzt, aber das Militär steht doch meistens immer so davon wegen so, ja, wir sind halten zusammen, wir helfen und. Aber man muss sich hier auch einfach vor Augen halten, es ist eine Apokalypse von etwas, was null Bekanntheitsgrad hat. Es ist nicht so wie einfach ein Bürgerkrieg oder ein Aufstand. Nein, es sind Tote, die wieder aufwachen. Da kann man schon verstehen, dass die Leute sagen, jupp, ich ziehe jetzt nach Hause durch, denn wenn ich sterbe, dann bitte mit meiner Familie. Und ich denke, das wird schon einen großen Bereich an den, naja, wenig Leuten abgedeckt haben, die halt dann nachher zu sehen sind. Einfach viele, die gegangen sind. Der nächste Grund ist
quasi genauso logisch und erklärt aber weniger, warum es wenig zu sehen ist, sondern einfach, warum es auch so schnell gefallen ist, weil das ist tatsächlich eigentlich mehr der Punkt. Es ist einfach nicht vorhanden gewesen, es ist einfach nur sehr schnell überrannt worden. Und der zweite Punkt ist die fehlende Kommunikation. In diesen Momenten, in dieser Zeit, wo halt die Infrastruktur vielleicht kurz mal lahmgelegt wird, weil auf einmal Chaos herrscht, ist die Verbindung zu Vorgesetzten und allgemein miteinander und auch die Kommunikation und vor allem auch die Planung vielleicht gar nicht so leicht, wie man sich vielleicht vorstellen mag. Vor allem, wenn wir Grenz- bzw. Länder- oder sogar kontinentüberschreitend denken. Wenn die USA als Beispiel Hilfe von, was weiß ich, Afrika oder den Deutschen oder sogar den Russen bekommen wollte, hätten sie sie einfach gar nicht erreicht, weil einfach die Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach nicht mehr da waren oder Mangelware waren. Klar, natürlich, Morsen und sowas ist ja immer noch existent, aber einfach in diesem Stress und dann noch vernünftige Strukturen beibehalten und Strategien planen, wie man jetzt wirklich dagegen ankommt, wird ein Grund dafür gewesen sein, dass einfach viel einfach sinnlos reingegangen wurde. Einfach drauf losgeschossen. Wir sehen sowas wie im Krankenhaus oder überhaupt die komplette Szenerie mit dem Napalm in Atlanta. Man muss sich vor Augen halten, nach wie vor denken viele Leute, dass das ja was Gutes gewesen ist. Sie haben ja viele Leute da getötet. Man muss aber auch bedenken, vor allem im Krankenhaus sind einfach viele Walker wahrscheinlich gerade deswegen entstanden, weil Leute getötet wurden und das vielleicht in dem Fall ohne einen Kopfschuss. Genau das gleiche bei den Napalm-Angriffen. Ja, Napalm ist ein Scheißgegenstand. Und ja, es werden einige Walker auch ihr Leben gelassen haben, also ihr zweites Leben gelassen. Aber an für sich sind sehr viele Menschen gestorben, die dann im Nachhinein wahrscheinlich auch zu Walkern wurden. Heißt, im Prinzip wurden die Chancen von sich selber einfach, naja, minimalisiert, indem Leute getötet wurden, die dann nachher zu Walkern wurden. Konnte man auch keine Safe Zones bauen, weil auch einfach die Informationen ja gefehlt haben, die man hätte vielleicht aus zum Beispiel Frankreich bekommen können. Deswegen Infrastruktur wird ein riesengroßes Problem auch gewesen sein. Der dritte Grund, was dazu beigetragen haben könnte, dass das Militär so überrannt ist, ist tatsächlich mein Lieblingspunkt und auch einfach der logischste. In der Welt von The Walking Dead gab es niemals so etwas wie Zombie-Filme oder Zombie-Serien. Das ist eine Sache, die ist bestätigt worden. In dieser Welt gab es sowas nicht. Niemand wusste, was ein Zombie ist. Deswegen zum Beispiel das Wort im Originalton Zombie nie fällt. In Deutschland haben sie es ein oder zweimal, glaube ich, gemacht. Nichtsdestotrotz kannten diese Leute das System der Zombies nicht. Unser einer weiß, spätestens durch The Walking Dead, läuft den Zombie rum, schlagen den Kopf ein oder schneiden den Kopf ab, irgendwie, dann kommst du schon voran. Aber man stelle sich vor, du lebst in einer Welt, wo du nichts von Zombies weißt, noch nie einen Zombie-Film gesehen hast, weil sie einfach nicht existieren, nicht mal in der Fiktion, und eine vergammelte Leiche läuft auf dich zu und will dich anknabbern. Wie reagierst du? Ja, das Militär wird sehr viel wild rumgeballert haben. Das bedeutet, gerade am Anfang dieses Ausbruchs war einfach die Handlung nicht genug oder hätten nicht genug sein können, weil einfach keiner wusste, wie er damit umzugehen hätte. Wir wüssten, falls sowas hier auf dieser Welt ausbrechen würde, wie wir uns zu verhalten haben, durch Zombie-Filme, Zombie-Serien und. Da wurde einfach erstmal gedacht, okay, das sind kranke Leute, siehe Herschel, die könnte man heilen, die sperren wir ein. Man wurde zaghaft und hat sich vielleicht unnötigerweise beißen lassen oder hat halt einfach gedacht, es ist eine Krankheit, die man ausrotten muss, wie eine Pandemie, und tötet einfach lebende Menschen, die sich dann halt in die Walker verwandeln. Bedeutet, reine Unwissenheit und vor allem keine Umgangsmöglichkeiten oder keine Umgangskenntnisse mit Zombies und auch kein Wissen über Zombies war in dem Fall vorhanden, und deswegen wurde einfach falsch gehandelt, komplett gegen das System, also gegen das System der Zombies, und einfach im Kopf mit den Gedanken, das sind noch Menschen, die könnten noch geheilt werden. Und da sind wahrscheinlich viele Fehlentscheidungen getroffen worden. Viele Probleme entstanden, indem man halt zum Beispiel seine Frau, seinen Mann, seine Kinder irgendwo gesehen hat und die vielleicht noch versucht hat, in den Arm zu nehmen und dann selber gebissen wurde. Und das unabhängig vom Militär, wahrscheinlich auch im Militär, aber trotzdem. Bedeutet, die Soldaten, die an der vordersten Front waren, wussten einfach nicht, wie sie vielleicht damit umzugehen haben, haben mehr Schüsse auf die Beine gesetzt als in den Kopf, weswegen sie schneller überrannt wurden. Plus die Zaghaftigkeit mit dem Umgang mit potenziellen Menschen war halt einfach großer Bestandteil dieses Prozedere, dass sie halt einfach schnell überrannt wurden oder überhaupt die Chance gehabt haben, überrannt zu werden. Denn munitions- und waffentechnisch wäre es eigentlich kein Problem gewesen. Eine Kugel, ein Kopfschuss, Walker tot, das mal ein paar tausend und ja, let's fucking go. Und den nächsten Punkt habe ich gerade schon mehrfach angesprochen, mehr oder weniger. Und das ist einfach schlicht und ergreifend die Masse. Es gibt da so eine ganz grobe Rechnung. Man nehme die Anzahl der Menschen, man nehme die Anzahl der Zombies und man rechnet das gegeneinander auf. Und dann kommt man Pi mal Daumen nach Milchmädchenrechnung auf ein Ergebnis von ein Mensch
gegen 5000 Zombies. Bedeutet, das Verhältnis ist 1 zu 5000. Und das hört sich halt schon im Wort nicht ganz gut an. Und ich denke, auf der Straße noch weniger. Stellt euch vor, 5000 Leute stehen vor euch. Und ihr habt vielleicht nur 3 Magazine in eurer M4 drin. Das könnte kritisch werden. Vorab gesagt, diese Rechnung ist plus minus Millionen wahrscheinlich. Wir sind mittlerweile so weit fortgeschritten. Vor allem durch sowas wie Daryl Dixon, Dead City und jetzt auch The Ones Who Live. Zumindest in Zukunft. Dass einfach diese Zahl vielleicht gar nicht mehr genau stimmt. Die Zahl ist ganz grob, es ist ganz einfache Milchmädchenrechnung, plus, minus und fertig ist. Deswegen diese Zahl nicht jetzt ganz genau nehmen, aber das ist so die grobe Rechnung. Man sagt grob 5000 Zombies, ein Mensch. Und das in hochgerechneter Form stehen schon 2 Menschen mit 2 Waffen, sind schon 10.000 Zombies. Und ja, das geht halt ins Tausendfache hoch. Und da merkt man schnell, es ist vielleicht einfach zu viel gewesen. Zu viel gewesen, zu wenig Munition, zu wenig Waffen und zu wenig Wissen. Denn letzten Endes treffen alle diese Punkte aufeinander. Das Fehlen an Menschen durch das Desertieren von Leuten, die zu ihrer Familie wollen, die null Kommunikationsmöglichkeiten oder beschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, die wenigen Infos über was hier gerade los ist, plus die massive Unterlegenheit von Walker zu Mensch. All diese Faktoren sagen quasi schon mehr oder weniger, und da muss man nicht gerade krass im Denken sein, yo, das Militär hat sehr viele Probleme, sehr viel zu tun. Und nebenbei, und der Punkt kommt mir gerade, sie mussten nicht nur die Leute töten, also die Walker, sondern auch die lebenden Menschen potenziell beschützen. Denn im Gegensatz zum CRM sieht es ja meistens so aus, als würde das Militär wirklich versuchen, alle zu beschützen. Das CRM ist ja mehr so auf, können wir gebrauchen, können wir nicht gebrauchen, können wir gebrauchen, können wir gebrauchen, können wir nicht gebrauchen und danach schießen sie halt wild in die Luft. Zumindest war das so unser Anfangsgedanke, und das CRM ist ja nach wie vor auch mit der ersten Folge von The Ones Who Live immer noch ein sehr großes Mysterium, und es wird noch sehr viel darüber aufgedeckt werden. Warum ich jetzt das CRM nochmal anspreche, ist, ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, und das ist einfach, dass das CRM von Anfang an seine Finger im Militär hatte und das dahingehend beeinflusst hat. Ich bin ganz ehrlich, nach wie vor finde ich, ist das CRM weder steht es für mich da, als würden sie versuchen, alles zu retten oder neu aufzubauen, noch steht es für mich da, als würden sie sagen, wir haben den Virus verbreitet. Irgendwie, finde ich, stehen die voll zwischen den beiden Seiten. Und die Frage, die sich mir nämlich direkt gestellt hatte zum Anfang dieses Themas, sage ich mal, war, wie konnte das Militär so verkacken, aber das CRM so oben mitspielen. Und spätestens nach der ersten Folge von The Ones Who Live, wo wir den lieben Okafor, wenn ich den Namen gerade richtig ausgesprochen habe, kennengelernt haben, der ja faktisch vorher beim Militär war, wissen wir, okay, das CRM besteht wahrscheinlich aus ziemlich vielen entweder desertierten oder zurückgebliebenen oder geretteten Militärmenschen. Und deswegen stellt sich mir die Frage, waren die Leute vorher beim CRM und sind dann ins Militär eingeschleust worden, und es ist andersrum gewesen? Wo ist der Zusammenhang mit dem CRM, und haben die vielleicht einige Regler gedrückt, dass das Militär, so wie es war, nicht mehr besteht? Denn in manchen Wortlauten und in manchen Szenen und in manchen, naja, zwischen den Zeilen gelesenen Aussagen zum CRM, habe ich mittlerweile einfach das Gefühl, das CRM nutzt das, was hier jetzt gerade in The Walking Dead einfach passiert mit dem Virus und den Walkern, um einfach Thanos-mäßig eine Säuberung durchzuführen, die Welt neu aufzubauen, besser aufzubauen. Ob das mit den guten Mitteln oder schlechten Mitteln und im guten oder im schlechten Sinne passiert, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie gesagt, es ist halt erstmal sehr, sehr verdächtig, dass das CRM so gut dasteht, so gut ausgerüstet ist und vor allem auch effektiv ausgerüstet ist. Wir sehen ja in Fear the Walking Dead, glaube ich, das erste Mal die CRM-Uniform, und die schützt schon mal vor Bissen. An deren Waffen sind vorne 2, 3 lange Nadeln, nenne ich es mal, womit man den Walkern in den Kopf stechen kann. Man hat das Gefühl, das CRM wusste, was da kommt. Und das CRM war darauf vorbereitet und hat eventuell dann Leute aus dem Militär gezogen, weswegen das Militär wieder schwächer geworden wäre, um halt ihre eigene Miliz, ihre eigene Armee aufzubauen, die dann stellvertretend für die Regierung, für das Militär eine neue Welt aufbaut oder versucht aufzubauen. Und am Ende kann man jetzt sagen, man merkt, warum das Militär wirklich so überrannt ist, und man kann es auch verstehen. Spätestens nachdem man sich diese ganzen Punkte einfach in der Reihe anguckt, weiß man, okay, am Ende waren es wirklich wenige gegen sehr, sehr viele, und man wusste nicht, was man machen soll. Und ich finde es lustig, dass mit jedem Thema, was ich hier auf dem Kanal mittlerweile fast schon anspreche, irgendwie eine ganz kleine Verbindung weiterhin zum CRM kommt. Ich bin ganz ehrlich, ich sag's nach wie vor, ich habe World Beyond immer noch nicht geguckt, und ich glaube, ich werde es jetzt mal machen. Ich habe viele Szenen davon gesehen, ich kann gerade so mitreden, aber
auch wenn es schwer für mich wird, das durchzugrinden, da geht es so viel um CRM und wie gesagt, aber auch ich glaube nicht so wirklich hundertprozentig, man weiß, also ich habe das Gefühl, es steht noch sehr, sehr weit in den Sternen, bis wir herausfinden, was wirklich die Intention vom CRM war. Weil wie gesagt, die Ausrüstung kam nicht von, hoch, wir haben hier gerade was rumliegen, was bissfest ist. Nee, das wirkt eher so, als wüssten sie ganz genau, was da auf sie zukommt. Und wenn man sich das einfach vor Augen hält, freue ich mich umso mehr auf The Ones Who Live, die nächsten Folgen, weil dann hoffentlich wieder mehr CRM-Erklärungen kommen und wie das CRM infrastrukturiert aufgebaut ist und einfach Fragen, die beantwortet werden. Darum geht es momentan mit jedem neuen Spin-off von The Walking Dead und auch mit potenziell jedem neuen Video auf diesem Kanal, was zu The Walking Dead kommt. Einfach Fragen, die sich mittlerweile sehr viele Leute stellen, versuchen aufzudecken bzw. mit Theorien zu untermauern. Und wenn ihr auch eine Theorie dazu habt, was mit dem Militär in The Walking Dead los ist, dann schreibt sie jetzt gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal, wie ihr das Video fandet. Und seid ihr der Meinung, dass CRM ist einfach ein ganz interessanter Punkt, den man echt weiter erforschen muss im Universum? Und was ist eure Vermutung? Was ist mit dem CRM wirklich los? Das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wenn euch jetzt meine, ich kündige es extra an, sehr kritische Meinung, die aber gar nicht so negativ gemeint ist, zur ersten Folge von The Ones Who Live interessiert, klickt gerne auf das Video hier. Und wenn ihr ein paar Infos über den Virus, vor allem neue Infos über den Zombie-Virus in The Walking Dead wissen möchtet und einfach mal so einen neuen aktuellen Stand haben wollt, dann klickt gerne auf das Video hier. Vielleicht gefallen sie euch und ihr bleibt länger auf dem Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Am Ende würde ich jetzt sagen, ich will das Video jetzt nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.